Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Heute werden wir mit Nick Valentine reden über Winter. Psst. Wie sieht der Plan aus? Der Winter ist kalt. Nick! Also, hast du was für mich? Vielleicht eine Tasche voller Bänder, die einem alten Ghoul gehören? Was stand da? Was stand da gerade? Ich brauche noch etwas Zeit. Gut, dann komm wieder, wenn du alle gefunden hast. Hey! Hast du ein paar Bänder für mich? Wird mich für eine Weile verlassen, achso, für eine Weile ist okay. Ja, hier sind sie. Ja, hier, nehmen sie. Sieh sich das einer an. Tja, das nenne ich mal solide Detektivarbeit. Die sind steinalt, aber da sind überall Eddies Fingerabdrücke drauf. Das sind die echten. Und da sind immer noch die Code-Bestandteile drauf. Ich lasse sie durch den alten Prozessor laufen. Ich hab's. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Der alte Kerl hat sich in der Andrew Station verkrochen. Bringen okay. Wir Eddie Winter zur Strecke. Ich dachte, er wird mich für eine Weile verlassen. Aber als er die Teile gescannt hat, war das die Weile? Ja gut. Dann gehen wir mal zu seinem Versteck. Wo auch immer es ist. Ach, da oben. Er ist wo? Im Andrew Station. Okay. Auch kriegen wir hin. Gibt es eigentlich einen Perk, womit wir alles sehen können? Alle Orte? Ich meine, wir werden das sowieso nicht so bald schaffen, wenn. Aber ich würde mich gerne interessieren. Wenn, dann müsste es bei Wahrnehmung sein, ne? Refraktor, du reflektierst Spiegel. Konzentration ist alles. Konzentrier dich, ne. Gibt's gar nicht. Das gab's doch sonst immer. Naja, gut, dann nicht. So, wie finden wir? Ist das eine Tür? Nein, das ist eine Tür. Raider. Hey. Verdammt. Das Problem ist, ich habe wieder einen Knopf verloren. Ich habe jetzt nicht mehr meinen normalen Knopf zum Umsehen, sondern einen anderen. Ich steck die mal kurz um. So, jetzt kann ich mit dem alten umsehen. Mit dem anderen gehe ich, okay. Mit dem ungewohnten gehe ich jetzt. Alter, jetzt. Ich hab Granaten zu werfen. Na? Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Geht doch. Mein Zeug? Ich habe kein Zeug dabei. Ist alles bei mir zu Hause. Ach, das ist gar nichts. Ups. Hallo, darf ich mal kurz hier reinkommen? Oh, besetzt. Aha. Na komm schon. Gib mir dein Stuff. Ah ja. Cool. So öffnet man Tresore, Freunde. Halte die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Ich habe noch nie einen Stealth Boy benutzt. Ich bin einfach gut. Glaube ich zumindest. Ja, wir hatten einmal diesen Bug, ja. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich gehe jetzt einfach hier runter. Hast Angst, was? Ja, sollst total. Siehst du mich zittern? Wir sollten Eddie nicht warten lassen. Wir sollten Eddie nicht warten lassen. Ha, wir sollten Eddie nicht warten lassen. Ha, wir sollten Eddie nicht warten lassen. Kein Begräbnis. Komm schon her. Okay. Geben wir ihm Berserker rein. Das ist richtig. Ey, du musst tot sein. Er hat einfach alle anderen umgebracht. Wenn ich das nicht nur einen umgebracht habe. Jetzt bin ich hier der Noob. Ach, verdammt. Was war das? Schau mal, mein Jetpack. Haben Sie gesehen? Der hat gesessen. Ich glaube, ich habe die Granate mitten in der Luft getroffen oder Mine. Was auch immer es war. Kann ich irgendwas kochen? Ja, ich muss nämlich ausziehen. Ne?
Jetzt muss ich mich schon nackt machen, um zu kochen. Oh, Aluminiumdosen. Nehme ich. Das macht auch noch Krach hier, ne? Voll der Berserker. Das soll mal chillen hier. Chill mal. Wir sind Assassinen, hast du das vergessen? Valentine. Ich hatte ihn schon so lange nicht mehr dabei, dass er nicht mehr weiß, wie gespielt wird. Nicht das eigene Gewissen quälen. Oh, ich hab Licht an. Das erklärt so einiges. So, das nehme ich gerne mit. Hui! Ich finde es ein bisschen schade, dass da immer nur Scheiße drin ist. Könnte mal irgendwie eine legendäre Waffe drin sein oder so. Würde ich cool finden. Ich glaube, wir sind nicht alle. Wenn man vom Teufel spricht. Nimm das! Der hat es nicht mal mitbekommen, dass du da bist. Er dreht sich gerade um und kassiert erstmal übelst. Also ist er gerade wahrscheinlich aufgestanden, ist 8 Stunden geschlafen, Hirn noch vollkommen matschig, steht auf und kriegt erstmal schön eins über den Kopf gezogen. So ist richtig, Valentine, so ist richtig. Geschafft. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Steph Boy, ja, kann man verkaufen, was ich nie tue. Ich habe immer so viel gesammelt, das hatte ich schon in Fallout 3, da haben wir so viel gesammelt, aber nichts verkauft. Radio, wo ist das verdammte Rad als Maul, ganz ehrlich. Ich meine, das war ein guter Song, aber das lasse ich nicht mit mir machen. Da kommt jemand. Ach, warum? Wahrscheinlich ist da einfach nur so ein Zimmer und die Leute. Okay. Was hat mir das jetzt genau gebracht? Wozu zur Hölle bin ich hier eingebrochen? Ich meine, um sneaky zu sein, ist klar. Aber nicht, wenn Valentine rumläuft wie so ein Berserker. Und alles hier kaputt macht. Ah, ich habe das Geschütz umgangen. Ah, ich verstehe. Hat es auch voll gebracht. Surprise! Da draußen ist. Hey. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr geht ja gerade mit eurem Freund lang und plötzlich verliert er seinen Kopf. Das muss doch ein Albtraum sein. Und der dreht sich einfach rum und schießt auf mich. Ich würde erstmal erstaunt sein, was da passiert ist. Muss erstmal mit der Realität klarkommen, dass mein Freund gerade seinen Kopf verloren hat. Aber nein, der dreht sich um und schießt. Wo ist die Realität in den Spielen, die uns mal versprochen wird? Ach, du bist es. Ich wollte gerade abschießen. Und ich bin wie immer krank. Ich sollte mich vor unseren Erkundungen auf jeden Fall nochmal ordentlich heilen. Das wäre bestimmt nice. Kannst du mal wie. Kannst du versuchen mal zu schleichen? Ach, er hat mich verlassen! Er ist jetzt unser Questgeber. Ach, das meinten die. Er ist jetzt kein Begleiter mehr von mir. Das sieht man daran, dass er jetzt vorwärts nach vor mir läuft. Und dass er auch nicht schleicht, wenn ich schleiche. Weil es ihm scheißegal ist. Ein Ring. Wo führt mich das hin? Ach, da wo wir gerade waren. Achso, okay. Hier fighten sie zwischendurch. Cool. Mir gefällt sowas Kleines immer. Außer die Kronkorken, die man einzeln einsammeln muss. Oh, ist er da? Verdammt, keine Tür. Wir müssen da wieder hinkommen. Och man, so nah und doch so fern. Verdammt. Waren wir hier nicht schon mal? Moment, war das nicht da, wo wir die Todeskralle gesehen haben? Ich hab keine Ahnung. Surprise! Aha, Loskopf! Ja gut, nicht Loskopf, Fixkopf. Fixkopf nennt man das, ne? Auch wolltest du gerade springen?
Oh, hab ich dein Bein zerfetzt, das tut mir leid. Scharfschützengewehr, Ziele bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlich. Schaden. Ich bräuchte ein Scharfschützengewehr, was wirklich doppelten Schaden macht. Dass ich das noch nicht bekommen habe in all der Zeit, das finde ich ein bisschen frech. Wo lande ich? Bin ich in Diamond City? Das ist ein bisschen weit weg für Diamond City, oder? Das interessiert mich jetzt aber. Deswegen habe ich auch gespeichert, weil ich krieg bestimmt gleich übelst aufs Maul, wenn ich da hochgehe. Alter, jetzt mach's doch auf. Vor allem dieser andere Knopf ist so sensibel. Das glaubt ihr gar nicht. Das wär's. Hallo? Wo bin ich jetzt? Wo ist mein Handy? Knopf muss hier irgendwo liegen. Ich habe ihn erst gestern wiedergefunden, dann ist mir der Controller noch runtergefallen. Warum war das jetzt rot? Wo bin ich? Warum war das rot? Legendärer Paladin? The fuck? Halt dich da raus. Die Gamma-Kugel verursacht zusätzlich Schaden mit fortschreitender Nacht. Ja, wieder nichts für uns. Okay, keine Ahnung. Ich dachte, wir landen irgendwie in Diamond City, weil es rot war. Weil sowas wie Einbrechen war. Wieso sie ausbrechen? Keine Ahnung. Oh, das ist manchmal seltsam. Naja. So, das Gute ist, wir müssen uns eigentlich keine Gedanken machen, wo wir hin müssen. Weil Valentine weiß, wo wir hin müssen. Der ist hier doch der Leader. Ich hätte hier gar nicht hochspringen müssen. Valentine. Okay, wir haben ihn verloren. Der wird wohl ohne uns weiter gerannt sein. Valentine? Wo ist der hin, der Bengel? Was soll das? Hä? Verdammt! Ich hab mir aus den Augen verloren. Ist er hier irgendwo lang? Gab's da noch einen anderen Weg, den ich übersehen habe? Ja, scheiße, Mann. Aha. Großartig. Gut. Valentine ist nicht da. Verdammt. Ach, Mann. Der ist einfach verschwunden. Dabei weiß er den Weg. Mein Ziel ist einfach mal... erstmal hier gar nicht auf der Karte zu sehen. Okay. Da ist mein Ziel. Und die Karte ist einfach nicht zu erkennen. Lol. Da war doch gerade noch eine Wand. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Klingeling. Diese schleimige Kröte ist auf der anderen Seite der Tür. Warum erweist du ihm nicht die Ehre? Natürlich. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Ich kann mir einiges merken. Wer zum Teufel bist du? Guten Tag, Mr. Winter. Wer zum Teufel ich bin? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel ich bin? Wer zum Teufel bist du? Ich bin Eddie Winter und du bist in meinem Bunker. Aber wie zum Teufel bist du? Nein, auf keinen Fall. Nicht nach so langer Zeit. Sag nicht, du hast meinen Code geknackt. Auf den Holobändern. Hey, waren ja nur, wie viel? 200 Jahre? Hör zu. Ich weiß nicht, womit du hier gerechnet hast. Mit Gold, Juwelen, den Geheimnissen des Universums. Stattdessen kriegst du mich. Einen Kerl.
Ein Ghoul, so könnte man mich nennen. Der lebt. Überlebt. Und was ich hier habe, kannst du nicht haben. Dieser Code war ein Witz. Ich wollte nur zeigen, wie dumm die Bullen waren. Ziemlich dumm, wie es aussieht. Schafft eure Ärsche jetzt woanders hin. Ich gehe nirgendwo hin, bis ich habe, weswegen ich hier bin. Ach ja? Und was soll das sein? Und wer bist du überhaupt, hm? Du kommst mir bekannt vor, aber was bist du? Irgend so ein Roboter? Sieht es jetzt so da draußen aus? Eine Welt beherrscht von Robotern? Ich hab's gewusst. Ich heiße Valentine. Nick Valentine. Erinnerst du dich? Valentine? Der Bulle? Der sollst du sein? Sorry, mein Freund, aber du bist nicht Nick Valentine. Du bist nur eine Maschine. Du hast meine Verlobte umgebracht. Jennifer Lance. Es gibt Verbrechen, mit denen kommst nicht mal du durch, Winter. Deine Verlobte? Du meinst Valentines Verlobte. Hübsche Braut. Eine Schande, was ihr zugestoßen ist. Aber hey, du, oder du weißt schon, der echte Valentine, er hätte verschwinden sollen, als er die Gelegenheit hatte. Aber hey, Roboter, was kümmert's dich überhaupt? Vor 200 Jahren geht ein Mädchen hops. Und du kommst zu mir und markierst den harten Mann? Mann, schau dich doch an. Du bist doch noch nicht mal lebendig. Dann bin ich ja in guter Gesellschaft. Tja, wenn es nicht anders geht... Das ist ein bisschen brutal, oder? Wir sind hier fertig. Aber ich muss noch eine Sache erledigen. Ich hätte gegen deine Gesellschaft nichts einzuwenden. Okay. Folge Nick. Aber hier ist noch so viel Stuff. Bleibt er stehen, wenn ich stehen bleibe? Verdammt. Wir kommen gleich wieder. Wo willst du hin? Nick? Hallo? Rede mit mir. Wir sind Freunde, dachte ich. Komm, schau, Ding. Ja, habe ich gerne für dich aufgeschlossen. Wo willst du hin? Hier ist es. Hier, vor 200 Jahren, hat einer von Eddies Jungs, Jenny Lance, eine Kugel in den Rücken gejagt. Jetzt ist Eddie genauso tot wie Jenny und Nick. Und ich... Ich bin ratlos. Ich weiß nur, dass Eddie ohne dich noch auf freiem Fuß wäre. Oh Gott, der Sieg über Winter war keine leichte Sache. Alles in Ordnung bei dir. Wegen dir bin ich mitschuldig an einem Mord. Das finde ich nicht sicherlich toll. Freut mich, dass ich helfen konnte. Scheint dir ja sehr wichtig gewesen zu sein. Der Sieg über Winter war keine leichte Sache. Alles in Ordnung bei dir? Keine Ahnung. Das muss ich erst einmal alles verdauen. Winter war es. Die einzige Erinnerung des ursprünglichen Nick Valentine. Seine Angelegenheiten sind erledigt. Ich weiß nicht, was ich fühle. Was hast du erwartet? Spielt das wirklich eine Rolle? Winter, Jenny, Valentine, alle tot. Wir sind hier. Wir leben in dieser Welt, die wir uns schaffen. Das war egoistisch, Nick. Wir töten einen Menschen nur, damit du mit dir selbst ins Reine kommst. Verstehst du das denn nicht, Nick? Du bist endlich frei. Es gibt keinen anderen Nick mehr. Mir leid. Mir ist klar, dass das viel zu verdauen ist. Ja, ich lass mich mal. Spielt das wirklich eine Rolle? Winter, Jenny, Valentine, alle tot. Wir sind hier. Wir leben in der Welt, die wir uns schaffen. Du hast recht. Ich habe nur bis jetzt gebraucht, um das zu erkennen. Denn ich war Nick Valentine. Ich hatte seine Erinnerungen, seine Ängste, all die Hoffnungen dieses armen Kerls. Ich weiß noch, wie ich den Anruf bekam, dass ich in ein Labor in Cambridge kommen sollte wegen der Neurotrans... was auch immer. Und als nächstes sitze ich in einem Müllhaufen.
Meine Familie, mein Zuhause, mein ganzes Leben, alles weg. Und dann erkenne ich, dass all diese Dinge mir ohnehin nie gehört hatten. Alles, was ich je war, gehörte Nick. Ich hatte gehofft, dass ich endlich frei wäre, wenn Winter und der letzte Rest der alten Welt verschwunden sind. Aber jetzt, da ich dich kenne, wird mir endlich klar, dass es bei der Sache mit Winter nicht um Nick oder Jenny oder auch nur um dich oder mich ging. Es ging um Gerechtigkeit. Darum, das Richtige zu tun. Und diese gute Tat, die gehört uns. All das Gute, was wir getan haben, gehört uns. Und nur uns. Und auch wenn das das Einzige auf der Welt ist, das je mir gehört, und nicht Nick oder dem Institut, sondern nur mir, dann kann ich glücklich sterben. Und nichts davon wäre ohne dich überhaupt passiert. Ich weiß nicht, ob ich dir dafür je genug danken kann. Hey, bleiben wir mal professionell, ja? Ich will ja nicht, dass du einen Leck bekommst. Du musst, das musst du gar nicht, Nick. Wir sind Freunde. Freunde tun so etwas füreinander. Das ist mir zu schnulzig. Also, wie geht es jetzt weiter, da Winter Geschichte ist? Ich hatte vor, weiterzumachen wie bisher. Ich hoffe, du ebenfalls. Gut, gehen wir. Es bringt niemandem etwas, wenn wir hier herumstehen. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Nick hast du den Skill nahe zum Metall erhalten. Also, wenn du noch mit mir zusammen reisen willst. Ich werde nicht böse, wenn du nach all dem eine Weile allein sein möchtest. Nö, alles gut. Willst du denn noch mit mir reisen? Ich glaube, ich könnte mich überwinden. Aber klar, packen wir es an. Schön, das zu hören. Komm, lass uns verschwinden. Nein, wir gehen nochmal zurück. Wir haben doch noch was, ein bisschen was zu gucken. Wir müssen nur einmal kurz Winters Quartier abchecken und dann... Ohne die Freunde, gehen wir in den letzten Abschnitt des Let's Plays. Das Untersuchen des Ödlands, was höchstwahrscheinlich nicht sehr viel sein wird, da wir schon ziemlich viel gesehen haben. Mal gucken, vielleicht lass mich mal überraschen, wie viel da noch übrig geblieben ist. Und ansonsten gucken wir mal kurz in sein PC rein. Warum? Wer zum Teufel sperrt sein PC ab, wenn er ganz alleine irgendwo in einem Bunker hängt? Wovor hat er Angst? Wer soll es denn sehen? Und selbst wenn Leute reinkommen und ihn töten, um dann irgendwie zu gucken, was er hier so getrieben hat, dann ist er tot und das kann ihn nicht mehr interessieren. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie abkratze, da können meinetwegen die Leute in meine Putze reinkommen, wie sie wollen. Das interessiert mich nicht. Determine. Okay, das ist falsch. Follow us. Cool. Oh, ich bin gut. Safe-Steuerung. Wow. Toll. Gut gemacht. Hätte ich auch direkt mal den Safe knacken können, weißt du? Hätte ich das gewusst. Großartig. Dass du hier Maschinenpistole, eine alte... Ja, war gerade am Gemüsesuppe essen. Cool. Mit einer Nuka-Cola. Frage nur, wo er sie herbekommen hat. Eiskaltes Gwinnett. Der muss ab und zu rausgegangen sein, oder nicht? Aber nee, er hat sich gewundert, wie es draußen aussieht. Ganz seltsam. Ups. Scheiße, was habe ich da aufgesammelt? Nein. Ich werde das nie finden an Claire. Claire, ich bin's, Eddie. Ich weiß, es ist viel zu lange her, aber ich bin okay. Wir sind okay. Ich weiß, dass es komisch ist, dass ich gerade dann verschwunden bin, als sich alles etwas beruhigt hat. Aber es gibt einen Grund dafür. Wir haben darüber gesprochen. Es passiert. Und zwar bald. Bomben. Raketen. Ich weiß es nicht so genau. Aber das Ende kommt. Ich will dir lieber nicht sagen, wie viel ich meinem Kumpel im Militärgeheimdienst gezahlt habe, um an diese Information zu kommen. Den Schutzraum zu bauen, war also wohl doch eine gute Idee. Was? Aber Baby, da ist noch eine Sache. Der Grund, weshalb ich schon eine Weile weg bin. Kennst du diese bescheuerten Brüder von Wicked Shipping? Die, die das radioaktive Material schmuggeln? Ich habe Druck bei denen gemacht. Habe etwas von dem Zeug bekommen. Ich arbeite mit diesem Doktor aus Ost-Boston zusammen. Der Typ ist ein Genie.
Ich weiß, das wird sich jetzt verrückt anhören, aber er hat da diese Theorie. Setzt man menschliche Zellen der richtigen Strahlungsmenge aus, mutieren sie. Sie verändern sich. Baby, ich könnte für immer leben. Ja, ich weiß. Es könnte mich auch umbringen. Aber das Risiko gehe ich ein. Aber dich kann ich nicht verlieren. Also bin ich das Versuchskaninchen. Und ich habe mit der Behandlung schon begonnen. Keine Sorge, mir geht's gut. Mehr als das. Ich fühle mich großartig. Ich glaube, diese verrückte Scheiße funktioniert wirklich. Irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein. Und dann werde ich nach Boston kommen und da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Die Zukunft wird mir gehören. Ich schätze, du wirst dann schon längst tot sein. Verhalten wir uns nicht mit solchen Sachen auf. Also pass auf. Komm morgen Abend in den Sandwichladen, dann gehen wir zusammen in den Schutzraum und warten auf den großen Knall. Und, du solltest dich mental etwas vorbereiten. Ich sehe jetzt, etwas anders aus. Aber Liebe geht schließlich auch unter die Haut, oder? Ein bisschen anders. Okay. Habe ich die Nachricht doch noch gefunden, freut mich. Anscheinend ist sie niemals hergekommen. Wahrscheinlich hat sie ihn für einen Spinner gehalten. Und ist irgendwo ferngeblieben. Weil ich sehe hier nirgends ein Skelett. Oder er hat daraus irgendwas gemacht. Wie zum Beispiel ein Schachbrett. Na gut. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Er hat doch hier ein Radio. Zeit für eine neue Meldung aus dem Commonwealth, liebe Zuhörer. Wie kann er nicht wissen, wie es draußen aussieht? Gut. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu den Erkundungen. Und dann schauen wir mal, was Bethesda alles noch so am Start hat, was man so erkunden kann. Ich freue mich auf ein paar lustige Dinge, vielleicht erleben wir auch ein paar spannende Dinge, vielleicht eine neue Quest. Das wär's doch. Haut rein, euer Zero. Tschüss.